Fangen wir an. Wir werden ja gefilmt, deswegen müssen wir auch noch arbeiten und können nicht nur trinken. Guten Abend, willkommen und willkommen zurück zum Litfest am Bard College Berlin. Ich kann mir das wahrscheinlich fast sparen, weil alle, die heute hier sind, nein, du warst gestern nicht da, deswegen mache ich das für die wenigen, die heute Abend neu dabei sind. Für die anderen, sie haben es ja noch nicht auf Deutsch gehört, deswegen kommt vieles jetzt nochmal, was gestern auf Englisch war, auf Deutsch. Ich bin Martin Wiedmann, unterrichte im Studiengang Germanistik, wenn man das hier so sagen kann, also im German Studies Programm am Bard College Berlin, und bin der Autorenbegleiter für den heutigen Abend. Das ist der dritte und letzte von drei Abenden mit literarischen Veranstaltungen, Lesungen und Gesprächen. Letzten Donnerstag gab es ein Soft Opening mit dem Dichter Alistair Noon, der über Ossip Mandelstam gesprochen hat. Gestern Abend waren hier Isabel Fargo Cole und Rebecca Ruckheiser zu Gast mit zwei Büchern über Alaska. Heute am früheren Abend hatten wir Studierende von Bard College Berlin mit einer Lesung aus eigenen Texten und Übersetzungen. Und für diese Abschlussveranstaltungen sind, wie ihr wisst, Matthias Navrat und Thomas Gardi zu uns gekommen. Die Idee für so ein Litfest am Bard College Berlin, so ein Mini-Festival für Literatur, ist älter als die Pandemie, musste aber warten, bis Live-Veranstaltungen wieder möglich waren. Wir sind sehr froh, dass diese Möglichkeit jetzt besteht, dass Corona hoffentlich auf dem Rückmarsch ist. Wir wissen alle, dass es in Berlin schon eine blühende Literaturszene gibt, zum Glück, sodass es eigentlich möglich wäre, jeden Abend irgendwo eine Lesung zu finden. Aber die Fülle an Angeboten und Veranstaltungen ist nicht unbedingt gleichmäßig und gerecht über alle Stadtteile von Berlin verteilt. Für diejenigen, die in Pankow wohnen, heißt es oft, wenn man zu einer Lesung will, geht man zum S- und U-Bahnhof Pankow und fährt von da aus in die Stadt, nicht von dort aus in die andere Richtung. Und das bedeutet oft, dass man einfach gar nicht hinfährt. Was nicht bedeuten soll, dass Pankow literarische Einöde ist. Es gibt eine lange, reiche Tradition von Pankow als Dichterwohnsitz, um das mal so zu sagen. Christa Wolf hat hier gelebt, Hans Fallada, Stefan Hermlin. Es gibt noch andere Autorinnen und Autoren, die in Pankow wohnen. Gestern war eine von denen da, Isabel Fargo Cole. Aber wenn es um öffentliche Veranstaltungen geht, ist einfach noch Luft nach oben, um Angebote zu machen. Das Bard College Berlin dafür der richtige Ort ist, um sowas zu versuchen, liegt daran, dass das ein Raum ist, ein Raum nicht nur im physischen Sinne, sondern auch im ideellen Sinne, in dem es eine Gemeinschaft gibt, die täglich eigentlich mit dem Lernen und mit kreativen Praktiken beschäftigt ist. Und die Veranstaltungen heute Abend, wie auch die vorigen, sollen einfach den Raum öffnen für diese Öffentlichkeit, also diesen Raum für eine Öffentlichkeit auch zugänglich machen. Das Thema dieser ersten Ausgabe des Litfests am Bard College Berlin, Schreiben zwischen den Sprachen, haben wir so gewählt, das ist die Post-Monolingual Condition, reflektiert die alle Aktivitäten hier am Bard College Berlin auch charakterisiert, insbesondere das Schreiben. Ob das jetzt Schreiben von E-Mails ist oder von Term Papers, von Fiction, Journalismus oder akademische Artikel und Monographien. Für alle diese Praktiken des Schreibens gilt das eigentlich hier, dass das zwischen Sprachen stattfindet. Und es ist auch ein Zustand, der die Literaturszene in Berlin insgesamt mittlerweile prägt. Und mit dieser Literaturszene möchte sich Litfest am Bard College Berlin auch auseinandersetzen, den Austausch über zeitgenössisches Schreiben in mehreren Sprachen fördern. Ich möchte mich bei allen bedanken, die das möglich gemacht haben, dass wir uns hier treffen können. Dazu gehören Sabrina Jaromin vom Communications Office, die mitgeholfen hat, den Antrag beim Deutschen Literaturfonds zu stellen, Chelsea, die
Pressearbeit gemacht hat, Charlie, die das Poster designt hat, unser Side-Manager Lars, der die Bestuhlung arrangiert hat, Abdullah und, sag mir bitte nochmal deinen Namen, Eman hinter der Kamera und natürlich den Deutschen Literaturfonds und dem Programm Neustart Kultur, der das möglich gemacht hat, diesen Abend oder dieses Festival überhaupt zu finanzieren und natürlich auch unsere Studierenden am Bard College Berlin, auf deren Neugier wir einfach vertrauen konnten und die uns da nicht enttäuscht haben, ganz besonders natürlich die Studierenden in The Writing Life und in unserem Der-Die-Das-Haus. Der Abend heute hat die Überschrift Sad Guests and Broken German und dafür benutzt er zwei Buchtitel der Autoren, die bei uns sind. Das sind nicht jeweils die Titel der aktuellsten Bücher, aber mir schien es, dass die Zusammenstellung und der Zusammenklang eigentlich was so Suggestives hat, dass auch die Begegnung eigentlich nur gut werden kann. Wir werden zuerst Matthias Navrat lesen hören. Wir werden uns hier oben unterhalten. Danach hören wir Thomas Gardi, werden uns wieder unterhalten und dann zur Gelegenheit für Sie, für euch alle sein, auch Fragen zu stellen. Es bleibt, wie wir sehen werden, bei Erzählungen, die eine Reise zum Thema haben, wie schon gestern. Man kann sogar noch weitergehen und feststellen, dass genau wie gestern einer der Gäste heute Abend im Juli 2018 mit einem Elternteil in den USA unterwegs war. Und mir ist geradezu unheimlich geworden, als ich bemerkt habe, dass das für mich ebenfalls gilt. Und deswegen wollte ich dich, Thomas, fragen, warst du zufällig auch im Sommer 2018 mit deinem Vater und deiner Mutter in Amerika? Nein, war ich nicht. Ich bin froh, ehrlich gesagt, sonst könnte man das für eine Verschwörung... Das war wahrscheinlich ein guter Punkt, eine Lüge zu erzählen. Ja. Und zu sagen, ja, wow, aber ich war nicht schnell genug. You blew it. Versuchen wir mal. Ich bin immer 3 Sekunden zu spät. Wir vergessen das. Aber vielleicht war der Sommer 2018 der einzige Sommer, in dem du nicht mit deinen Eltern in den USA bist. Ja, bleiben wir bei deinen Eltern. Du bist geboren und aufgewachsen im Kibbutz Dan in Nordisrael. Du hast Literatur und Erziehungswissenschaft in Tel Aviv und Berlin studiert. Hast zunächst auf Hebräisch geschrieben. 2011 ist ein Essay von dir in Buchform veröffentlicht worden, dessen deutscher Titel Stein, Papier ist. Und darin setzt du dich mit der Geschichte deines Herkunftsortes auseinander. Das ist ein Buch, das in Israel einigen Staub aufgewirbelt hat, wie man liest, genau wie dein erster auf Deutsch geschriebener Roman Broken German, der 2016 herauskam und einen programmatischen Titel hat, kann man glaube ich sagen. Warum das programmatisch ist, das können wir besprechen, das werden wir sicherlich auch hören, wenn du aus deinem neuen Roman vorliest, der den Titel hat Eine runde Sache und ebenfalls für mich programmatisch erscheint, was die Form angeht. Das ist ein Roman, der in diesem Frühjahr, sei auch noch erwähnt, mit dem Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet worden ist. Matthias, du bist in Opole in Polen geboren, als du 10 Jahre alt warst. Steht im Internet immer so, wanderte er mit seiner Familie Süddeutschland aus. Ich habe das bei mir so umformuliert, bist du mit deiner Familie oder ist deine Familie nach Süddeutschland umgezogen? Ja, ich wurde ausgewandert. Du wurdest ausgewandert, du warst nicht der Initiator, der gesagt hat, jetzt reicht's, ich will nach Bamberg. Nach dem Abitur hast du Biologie studiert, anschließend als Wissenschaftsjournalist gearbeitet, zur gleichen Zeit oder wenig später angefangen, in Biel in der Schweiz kreatives Schreiben zu studieren. Und ich könnte jetzt den Rest des Abends einfach damit bestreiten, dass ich nur hier sitze und alle Preise aufzähle, die du schon für dein Schreiben bekommen hast. Aber ich sage den Studierenden ja immer in einem Referat über eine Autorin oder einen Autor,
einen Preis zu nennen, bringt nur dann was, wenn man die Bedeutung des jeweiligen Preises auch erklären kann. Und deshalb möchte ich einfach einen herausgreifen, den du gleich für deinen ersten Roman Wir zwei allein bekommen hast. 2012 war das, den Förderpreis zum Adelbert von Chamisso-Preis. Chamisso kommt als Autor und Botaniker und Weltreisender auch in dem Buch vor, dem wir gestern etwas gehört haben, von Isabel Fargo Cole. Das war ein Schriftsteller, der in Frankreich geboren wurde, aber literarische Texte auf Deutsch verfasst hat. Und nach ihm ist dieser Preis benannt. Man kann ihn nur bekommen, wenn man etwas Ähnliches tut wie Chamisso. Das heißt, wenn man Literatur auf Deutsch schreibt, ohne dass Deutsch die erste Sprache ist, die man gelernt hat. Das ist was, was du seitdem auch zuverlässig, produktiv, aber nicht inflationär tust. 2014 ist der Roman Unternehmer erschienen, der erzählt von einer, das Wort postapokalyptisch wird so inflationär benutzt inzwischen, aber von so einer Welt, die eigentlich ja nicht mehr mit der unseren so richtig übereinstimmt, weil vieles mit der Technik nicht mehr so funktioniert. Und es gibt eine Familie, in der wird der Unternehmergeist trotzdem hochgehalten. Die gehen eigentlich herum und suchen Altmetall und Teile, die sie noch benutzen können, aber das ist sehr unternehmermäßig nach Familienbetriebsmaßstäben organisiert. Man kann da Mitarbeiter des Monats werden. Das sind dann abwechselnd die Schwester und der Bruder, die diesen Titel erhalten. Also wirklich ein sehr schönes Buch und eine fiktionale Geschichte auf jeden Fall. In dem nächsten Buch mit dem Titel Die vielen Tode unseres Opas Jurek deutet sich schon an, dass es, glaube ich, da näher an das eigene Erleben und die eigene Familie geht. Das ist auch so in Der traurige Gast von 2019, worauf der Titel des heutigen Abends anspielt. Und auch heute Abend in dem Roman, da geht es um eine Reise nach Maine. Der kam im Sommer 2021 heraus. Dein neuestes Buch allerdings ist ein Band mit Gedichten, Gebete für meine Vorfahren, der erst vor ein paar Wochen erschienen ist. Ja, ich habe gerade gesagt, also der Titel dieses neuen oder des letzten Romans von dir, eine Reise nach Maine, der ist unmissverständlich, macht klar, worum es geht. Wenn man das Buch umdreht, dann gibt es noch einen weiteren wichtigen Anhaltspunkt, dann steht da mit Mutter on the road. Und mehr möchte ich eigentlich gar nicht vorwegnehmend zur Handlung sagen. Ich habe eigentlich nur eine Frage als Einstieg. Im Laufe dieser Autofahrt durch Neuengland, die, von der erzählt wird, da wird der Ich-Erzähler dieses Romans von seiner Mutter gefragt, ob er eigentlich schon eine Idee für ein neues Buch habe. Der Ich-Erzähler ist auch Schriftsteller und er antwortet, nein, habe ich noch nicht. Und deswegen würde ich gerne wissen, wann der Plan entstand, diese Reise nach Maine zum Stoff für einen Roman zu machen. Du meinst, ob ich schon auf der realen Reise, die es tatsächlich gab, schon wusste, dass ich darüber schreiben würde? Also ich habe schon immer notiert, ich habe schon immer Notizen gemacht und ich wusste schon immer, ich will meine Amerika-Erfahrungen irgendwann verarbeiten oder meine touristischen Amerika-Erfahrungen, muss man ja sagen. Aber dass das dann ein Buch über quasi einen Sohn und seine Mutter werden würde, naja, das wusste ich eigentlich nicht. Das wusste ich erst ein Jahr später. Ein Jahr später habe ich dann plötzlich so einen Satz in mein Notizbuch geschrieben, die ersten zwei, drei Sätze des Romans, die ich auch gleich vorlesen werde. Und da wusste ich plötzlich, ah, das ist irgendwie der Kern. Und jetzt weiß ich sozusagen, wie es funktionieren kann. Ja. Und die Road Novel natürlich auch als so... als eine amerikanische Erzählform, die ich sehr schätze. Und irgendwie hat das alles so zusammengepasst auf einmal. Auf einmal ergab es so eine Einheit, wo ich so dachte, ja, jetzt ist es quasi eine runde Sache. Ja. Möchtest du uns dann etwas vorlesen? Ja, also klar. Ja. Würde ich denn das Geld auch bekommen, wenn ich nichts vorlese? Nicht alles. Nein, genau. Also ich lese sehr gerne was vor. Wie gesagt, ich lese einfach vom Anfang dieses Romans, das dieses Cover hat. Ja, ich glaube, der Rest ist selbsterklärend.
Im Sommer 2018 brach ich mit meiner Mutter zu einer Reise in die USA auf. Es war Juli. Wir hatten vor, eine Woche in New York zu verbringen, wo ich ihr ein paar meiner Lieblingsorte zeigen wollte. Danach würden wir mit einem Mietauto an der Küste entlang Richtung Norden fahren. Meine Mutter hatte mich allerdings ausgetrickst. Kurz nachdem wir die Flüge gebucht hatten, sagte sie, dass sie nicht, wie ursprünglich geplant, die zweite Woche bei ihrem ehemaligen Studienfreund in Texas verbringen werde. Unter keinen Umständen könne sie eine ganze Woche bei ihnen bleiben. Sie wolle nicht, dass seine Frau auf falsche Gedanken komme. Sie fühle sich nicht wohl dabei. Und wo wir zwei schon endlich eine Reise machten, dann sollten wir sie auch wirklich zusammen machen und nicht schon nach einer Woche wieder getrennte Wege gehen. Wir wollten uns abends in einem Hotel am Flughafen in Frankfurt am Main treffen, wo wir vor dem Abflug übernachten würden. Ich kam, weil der ICE aus Berlin am Nachmittag in einem Feld kurz vor Göttingen wegen eines Notarzteinsatzes auf den Gleisen für 2 Stunden stehen geblieben war, erst um Mitternacht im Hotel an. Der Notarzteinsatz auf der Strecke musste eine beschönigende Bezeichnung für einen Suizid gewesen sein. Diese Tragödie verband sich für mich, während ich aus dem Fenster über das Feld zu einem bewaldeten Hügel am Horizont schaute, plötzlich mit dem anstehenden transatlantischen Flug mit meiner Mutter. Unser Flug würde, dachte ich, und ich wurde diesen Gedanken nicht mehr los, das Ende meiner Lebenserzählung sein. Obwohl ich schon hunderte Male beruflich wie privat geflogen war, innerhalb von Europa und außerhalb, war ich mit einem Mal sicher, dass mein Leben am nächsten Tag, ausgerechnet während eines transatlantischen Flugs an der Seite meiner Mutter, nach 41 Jahren enden würde, dass unser Leben schon von Anfang an, in ihrem Fall in den 1950ern, in meinem in den 1980er Jahren, auf dieses Ende zugelaufen waren. Der Notfalleinsatz auf den Gleisen war, so meinte ich auf einmal zu wissen, eine Warnung. Ich kam am Flughafen an und versuchte im Handy irgendeinen Bus zu finden, der noch zum Hotel fahren würde, als das Telefon in meiner Hand vibrierte. »Wo bist du?«, fragte meine Mutter. »Am Flughafen«, sagte ich. »Ich solle doch ein Taxi nehmen«, sagte sie. »Sie bezahle es mir, sonst müsste ich zu Fuß gehen.« Der Taxifahrer fuhr gespenstisch ausgeleuchtete Geraden entlang. Außerhalb der orangenen Lichtkegel der Laternen glaubte ich, Industriegebäude und Autohäuser zu erkennen. Plötzlich stand unter so einer Laterne meine Mutter. Sie winkte. »Du schaust müde aus«, sagte sie, als das Taxi davongefahren war. Sie trug eine Pyjamahose und die weißen Stoffslipper, von denen sie behauptete, dass sie fürs Reisen sehr praktisch seien, weil man sie leicht falten könne, wodurch sie in jedes Gepäck passten. »Du kannst sofort schlafen gehen«, sagte meine Mutter. »Ich habe uns schon den Shuttlebus für morgen früh bestellt.« Wir betraten eine leere, grell beleuchtete Lobby und fuhren mit dem Aufzug in den ersten Stock. In unserem Zimmer roch es, was mir plötzlich unangenehm auffiel, nach der Handcreme, die meine Mutter für die Nacht benutzte und deren Geruch ich schon seit meiner Jugend kannte. Unter dem Fernseher lag auf dem Ständer mit den 2 schwarzen Bändern ihr aufgeklappter Koffer. Auf der Fensterseite des Doppelbettes war die Decke zurückgeschlagen, ein Buch lag offen auf dem Nachtschränkchen neben dem Kopfkissen, daneben ihre Lesebrille. Meine Mutter sagte, sie rate mir, kurz zu duschen. Das werde mich erfrischen und beruhigen. Du wirkst unruhig, sagte sie. Ich bin absolut ruhig, sagte ich. Nachdem ich geduscht hatte, legte ich mich auf meine Seite des Bettes. Wir schalteten das Licht aus. Meine Mutter sprach im Dunkeln weiter, was mir plötzlich viel zu intim war, weil ihre Stimme jetzt direkt neben meinem Ohr zu schweben schien. Sie erzählte von New York und zitierte aus dem Reiseführer, den sie sich gekauft hatte, gleich nachdem wir unseren Flug gebucht hatten. Sie wolle, sagte sie, unbedingt auf dieser stillgelegten U-Bahn-Hochtrasse in Manhattan spazieren gehen. Sie sei vor ein paar Jahren zu einem Park umgewidmet worden und sie wolle in den Bryant Park. Die Dunkelheit wurde nach einer Weile verdrängt von grauem Zwielicht. Stundenlang dachte ich, dass es schon längst Tag sein müsse und wir gleich aufstehen würden. Dieses Halbdunkel, in dem mich die schwarze Fläche des Fernsehbildschirms an der Wand anschaute,
Die halb angelehnte Tür zum Badezimmer, die auf der anderen Seite eines Innenhofs durch unser Fenster sichtbare Fensterfront eines anderen Hotelflügels, die bläulich leuchtete und zitterte, als befände sich im Hof ein Swimmingpool, drangen ununterbrochen auf meine Netzhaut ein. Dabei wusste ich die ganze Zeit ohne jeden Zweifel, dass ich längst schlief. Ich schlafe ja, dachte ich. Irgendwann schlief ich ein. Aber genau in dem Augenblick plätscherte vom Nachttischchen ein sphärischer Klang aus meinem Telefon und ich hörte, wie meine Mutter hinter der Wand zum Bad das Wasser im Waschbecken aufdrehte. Ich hatte die Reise nach New York meiner Mutter zuliebe vorgeschlagen. Sie behauptete seit einigen Jahren immer wieder, dass weder mein Bruder noch ich gern Zeit mit ihr verbrachten, dass niemand von uns sie wirklich möge. Sie sei trotz der Scheidung von meinem Vater immer für alle da gewesen, habe die Familie zusammengehalten, aber für sie interessiere sich keiner. Ich hatte gehofft, dass mein Vorschlag, gemeinsam nach New York zu fliegen, sie endlich vom Gegenteil überzeugen würde. Aber tatsächlich hatte ich, wie ich nun erschrocken feststellte, die zweite Reisewoche, in der ich allein durch die Gegend fahren würde, als eine Art Belohnung für diese erste Woche mit meiner Mutter in New York angesehen. So gern ich meine Mutter hatte, ich liebte sie ja, sie war ja meine Mutter, hatte ich mich doch darauf gefreut, allein von Ort zu fahren, bis hinauf zu den geisterhaften Ortschaften an der Küste von Maine. Erst die Aussicht auf diese spätere Belohnung ließ mich wirkliche Vorfreude empfinden bei der Vorstellung, meine Mutter in New York herumzuführen, ihr all die für mich nach wie vor gigantischen Gebäude und Straßenzüge zu zeigen. Ich freute mich darauf, sie staunen und sich wundern zu sehen. Ich wusste, dass meine Mutter sich dafür würde begeistern können. Sie hatte in ihrer Jugend viele Reisen nach Rumänien, Bulgarien oder Jugoslawien unternommen. Seit der Scheidung von meinem Vater und seit sie in Rente war, reiste sie mit ihren Freundinnen aus der Kleinstadt, in die wir nach unserer Auswanderung in den 1980er Jahren gezogen waren, durch ganz Europa. Es war, wie ich feststellte, eine aufrichtige Freude gewesen. Ich empfand sie tatsächlich. Aber jetzt, da meine Mutter auch die zweite Woche für sich beanspruchte, meine Alleinwoche, war meine Vorfreude nur noch ein theoretisches Konstrukt. Ich meinte plötzlich, dass ich sie nur empfand, weil meine Mutter sich das wünschte, es von mir erwartete. Ich hatte ihr etwas Gutes tun, ihr zeigen wollen, dass sie mir wichtig war, aber sie hatte es geschafft, dachte ich, es in eine Pflicht umzuwandeln, ganz wie immer, wenn sie zu ihren Vorträgen anhob darüber, was Familie bedeute, dass damit Verpflichtungen verbunden seien. Etwas an dieser schrecklichen Rationalität und auch an der Art und Weise, wie diese Rationalität ihr ganzes Leben zu durchdringen schien, machte mich plötzlich wütend. Wieder einmal hatte sie es geschafft, dachte ich, sich als Leidtragende hinzustellen und doch ihren Willen zu bekommen. Mit dieser Wut kam ich in New York an. Es war ungewöhnlich heiß, auch in Europa war seit ein paar Wochen von einem Jahrhundertsommer die Rede gewesen. Wir passierten die Schranke der Homeland Security und nahmen den Airtrain zur Jamaica Station. Dort stiegen wir in einen Regionalzug, der aussah wie eine verbeulte Blechdose. Uns gegenüber saß eine schwarze Frau mit drei Kindern, die sie ständig zurechtwies, sie sollten stillsitzen. An der Station Atlantic Avenue Barclays Center stiegen wir zwei Ebenen tiefer in die Subway Richtung Brooklyn. Die Leute in unserem Wagen saßen stumm da und wedelten sich Luft zu. Als wir an der Station Sterling Street ausstiegen, empfingen uns am Fuß der Treppe wieder die Hitze und das grelle Tageslicht. Obwohl ich mich freute, wieder hier zu sein, fühlte ich mich erschöpft und auch meine Mutter wirkte müde. Wir gingen mit unseren Rollkoffern durch eine Gegend, in der wir die einzigen Weißen waren, was mir erst jetzt an der Seite meiner Mutter auffiel. Ich hatte mich für jemanden gehalten, der dem sonst keine Bedeutung beimaß. In einem Schaufenster hingen Männeranzüge. Vor einem Ecklokal des Caribbean Grill, das Caribbean Grill hieß, saßen Männer auf Plastikstühlen im Schatten und nickten uns zu. Unser Haus war weiß gestrichen und zweistöckig und hatte einen halbrunden Erker wie alle Häuser in der Straße. Ich tippte an der Haustür den Anweisungen in der Airbnb-App folgend den Code ein. Das Schloss piepte und wir traten, während sich die Stadt und das grelle Sonnenlicht,
Die tonnenschwere Hitze und der Gestank des Tages noch einmal um uns zu verdichten schienen in den Flur. Das Halbdunkel und die Kühle überraschten mich derart, dass ich halbblind stehen blieb und meine Mutter in mich reinstolperte, was mich in diesem Moment maßlos ärgerte. Wir durchquerten, wie von unserer Vermieterin angewiesen, den Flur an der steilen Treppe, wo, wie ich im Vorbeigehen feststellte, eine Wohnungstür offen stand und den Blick auf ein in einem Wohnzimmer stehendes Bett freigab. Aus dem Bett schaute mich, wie ich wahrzunehmen glaubte, ein schwarzes Gesicht an, mit einer Aura aus zu allen Seiten abstehendem grauem und violettem Haar. Eine weibliche Stimme war aus einem hinteren Bereich des Zimmers zu hören, dann ein flötenartiger Ton aus dem Bett, dann wieder die resolute weibliche Stimme, die in einem afroamerikanischen Slang oder dem, was ich dafür hielt, sagte: "It's just so beautiful and full of grace. We should just do it. Don't you think, Mariella?" Unsere Wohnungstür ging vor mir auf und ich stand mitten im Wohnzimmer auf einem Teppich zwischen einem niedrigen Sitzpolster, einem Wohnzimmertisch, der aussah wie aus schwarzem Stein gehauen, und einem Sofa dahinter. Die Fenster waren abgedunkelt, in einem brummte der Kasten der Klimaanlage. Die Luft kam mir sofort irgendwie tiefenlos vor, wie mit sich selber kurzgeschlossen. Es roch nach Teppich und Holz. "Vielleicht können wir ein Fenster öffnen", sagte meine Mutter, noch in der Tür stehend. "Dann kommt die Hitze rein", sagte ich. Meine Mutter stellte ihren Koffer an die Wand. Wir warfen einen Blick ins Bad, in die Küche. Ich öffnete auch die Tür zum Schlafzimmer, das vom Hauptzimmer abging. Ich hatte plötzlich die Hoffnung, dass die Wohnung meiner Mutter gefiel, dass sie sich hier wohlfühlen würde. Wir waren angekommen. Auf mich wirkte die Wohnung bequem und gemütlich. Ich sah die Bewegung neben mir nur aus dem Augenwinkel. Erst in dem Moment, in dem meine Mutter einen Schritt nach vorne tat, erinnerte ich mich wieder an den Hocker, der irgendwo vor dem Wohnzimmertisch stehen musste, irgendwo direkt unter uns und vor ihren Füßen. Ich sah den Sturz meiner Mutter in einer extremen Verlangsamung. Die Strecke bis zum Boden schien auf einmal unglaublich weit. Der Tisch stand tief unter uns, sehr weit von uns entfernt. "Es ist reine Mathematik", dachte ich in dem Moment. Meine Mutter war der Schenkel eines Dreiecks. Sie klappte einfach der Länge nach, mit dem ungeschützten Gesicht voran, nach vorne um. Ich hörte einen dumpfen Schlag, dann rollte sie zur Seite und blieb mit dem Rücken auf dem Teppich liegen. Ja. Ich glaube, alle wollen natürlich wissen, wie es weitergeht, und genau damit müssen wir jetzt arbeiten. Also ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, die Mutter stirbt nicht in diesem Moment. Das hast du ja auch vorweggenommen. Sie fahren zusammen nach Maine. Ich glaube, auch für das Buch ist es ganz wichtig, dass die Mutter nicht nach Texas gefahren ist nach der Woche in New York. Man hätte es sogar sonst erfinden müssen, dass sie dabei bleibt, um diese Reise nach Maine eigentlich zu machen, oder? Ja, auf jeden Fall. Es ist super wichtig, dass sie mitkommt. Der Unfall ist natürlich auch wichtig aus dramaturgischen Gründen, weil der das Verhältnis der beiden verändert so ein bisschen. Und auch den Blick auf die Gegend oder auf die Menschen. Also auch die Begegnungen mit den Menschen auch in diesem Roman häufig ermöglicht. Also es ist ja... der ganze Roman lebt ja im Grunde genommen davon, dass von diesem Betrug, ja, der am Anfang irgendwie erwähnt wird, dass die Mutter sozusagen einen etwas macht, was der Sohn nicht erwartet hat. Und ich glaube, das ist dann ganz wichtig, dass sie diese zwei Wochen zusammenbleiben und auf engstem Raum auch. Sie sind ja dann teilweise sogar im Auto die ganze Zeit unterwegs und sozusagen immer sehr eng, übernachten auch immer im selben Bett und so. Und ja, also ich denke... ich meine, diese Reise, die ich ja tatsächlich gemacht habe, die war schon ein bisschen anders. Ne? Also das Buch ist schon so, es ist schon zum Teil Fiktion, aber es gäbe das Buch nicht, wenn die Mutter in der zweiten Woche nicht dabei wäre. Hm. Es ist ganz schön, dass die Mutter nutzt die Fähigkeiten oder die Werk die von der Schriftsteller. Die erzählt eine Geschichte und dreht dann das ganze Sache um. Stimmt, sie wickelt ihn ein mit einer Geschichte. Ja. Stimmt. Ja, also man könnte, glaube ich, so weit gehen, zu sagen, die
Mutter und ihre Entscheidung ist der eigentliche Motor, der diese Bewegung am Laufen hält, die ja auch ein Road Novel ist. Darüber sprechen wir auch noch. Man könnte sogar noch weiter gehen und sagen, das eigentliche Charakteristikum einer Road Novel ist nicht, dass Leute auf der Straße mit dem Auto fahren, sondern dass jemand dabei ist, dass sie das zu zweit irgendwie tun. Anders wäre das total öde. Auf jeden Fall. Und das finde ich ist etwas, was das Buch auch so schön wirklich macht, dieses Verhältnis zwischen dem Schriftstellersohn und seiner Mutter, dass sich da entspinnt zwischen den beiden. Ich würde sagen, das ist ein Roman mit vielen kleinen Gefühlen statt einem großen. Kannst du damit was anfangen? Ja, würde ich auch sagen, weil es geht tatsächlich darum, dass dieser Konflikt, der am Anfang aufscheint, der verweist natürlich auf etwas viel Tieferes. Und es arbeitet natürlich ständig unter der Oberfläche. Aber es ist nun mal so, dass dieser Schriftsteller eben auch irgendwie so ein Waschlappen ist. Also der flieht eigentlich immer den Konflikt. Die Mutter versucht, also ich habe immer das Gefühl, die Mutter ist eigentlich die... eigentlich im Endeffekt die sympathischere Figur am Ende, weil sie eigentlich wenigstens versucht, mit ihm zu reden, während er immer nur so ihre Antwort, also sozusagen das nie dazu kommen lassen will, dass jetzt irgendwie mal Klartext geredet wird. Aber gleichzeitig ist es so, dass dieser Unfall das Verhältnis trotzdem sehr verändert und auch seinen Blick auf die Mutter. Und deswegen, ich finde, du hast schon recht, dass es sehr häufig, also dass es sehr viel darum geht, dass er in sehr vielen kleinen Situationen sich sozusagen sein Verhältnis zur Mutter neu justiert, sie auch mit neuen Augen sieht, auch plötzlich irgendwie wie so eine Art großen Respekt hat so vor ihrer Lebensleistung und von der Art und Weise, wie sie sich den Menschen gegenüber verhält. Man hat es ja schon so ein bisschen durchscheinen lassen, dass bei ihm plötzlich so ein Rassismus auch auftaucht. Er ist in diesem Brooklyn und ist auf einmal so, also selber quasi irgendwie eigentlich so eine beschränkte Person, während die Mutter viel offener und auch unternehmungslustiger ist als er und so. Am Ende ist es so, dass sie quasi die ganze Reise bespielt, während er nur so daneben sitzt und also, ja. Insofern, aber das stimmt, dass er in sehr vielen Momenten eben dieses Verhältnis zu ihr irgendwie neu betrachtet und es geht sehr viel auch um die ganze Familiengeschichte natürlich, die wird nicht aufgerollt, aber man hat das Gefühl, die ist immer darunter, so, das brodelt irgendwie. Und trotzdem bin ich zumindest sehr froh, dass es der Unfall am Anfang ist und nicht eine konventionellere Dramaturgie würde vielleicht sagen, das machen wir ganz am Ende und die Mutter rast plötzlich mit dem Auto irgendwo hin und danach kommt es zu so einer Katastrophe und Katarsis oder so. Das gibt es in dem Sinne ja nicht, sondern es sind genau immer eigentlich diese Momente, und in denen diese Beziehung, du hast diese Lebensleistung der Mutter eben schon erwähnt. Für mich ist das eigentlich ein Moment, den wir schon gehört haben, ist zu Anfang dieser Geruch dieser Handcreme. Das ist für mich eigentlich ein sehr rührend intimer Moment. Der kommt dann auch nochmal wieder. Mich hat das erinnert an dieses Gedicht von Erich Kästner, Hinweise auf die Hände einer Waschfrau. Ich weiß nicht, ob du das... Nee, kenn ich nicht. Kennst, also da heißt es, sie waschen nicht nur einander, sie waschen mit großem Fleiß die Wäsche, die andere trugen, mühselig wieder weiß. Sie duften nicht nach Lavendel, sondern nach Lauge und Chlor. Sie wringen und rumpeln und schuften und fürchten sich nicht davor. Sie wurden rot und rissig, sie wurden fühllos und rau. Und wenn sie jemanden streicheln, streicheln sie ungenau. Und das ist ja etwas, dass diese Frau ja mit sich mitträgt, dass sie immer wieder diese Hände krämt, weil sie tatsächlich als Wäscherin gearbeitet hat. Und diese Beobachtung lagert für meine Begriffe dieses Gefühl in so etwas aus, was man literaturwissenschaftlich als Objective Correlative beschreiben würde. Also es verlagert sich eben. Statt das Gefühl wirklich einfach plakativ auszudrücken, wird es irgendwie darüber spürbar. Und das scheint mir auch als Methode in dem Roman insgesamt etwas, das da betrieben wird. Ja, es wird vieles auch auf die Begegnungen ausgelagert. Ja. Ne? Die Begegnungen spielen ja, das ist ja praktisch sozusagen der zweite große Teil, also
der zweite wichtige Aspekt in dem Roman, also nicht nur die deren Beziehung, sondern auch die Begegnungen mit den also mit den Menschen, die sie unterwegs treffen und ihnen auch zum Teil helfen und so. Und diese Menschen bekommen auch sehr viel Raum, auch mit ihren Biografien und mit der Art und Weise, wie sie leben und wie sie in ihrem Alltag irgendwie sind. Und über diese Begegnungen natürlich wird dann wiederum immer das Familienthema gespiegelt. Also weil es irgendwie ganz klar ist, dass die beiden, also Mutter und Sohn, irgendwie schon auch aus so einer kaputten Familie kommen, also kaputt im Sinne von aus einer zerbrochenen Familie und eben auch einer Familie, die eben diese Migrationserfahrung hat. Aber es wird nie thematisiert, sondern es wird immer nur gespiegelt über das, was die Mutter zum Beispiel die anderen fragt, was die wissen will von den anderen. Und so, dass man merkt, wo liegt deren Interesse. Und deswegen würde ich schon sagen, das ist schon eine Methodik auf jeden Fall. Und eben auch die Hände, die ja immer wieder eine Rolle spielen, der Sohn, der die Hände sozusagen als sehr ambivalent betrachtet. Ja? Also einerseits ekeln sie ihn fast an, andererseits weiß er, dass sozusagen sein ganzes Leben darauf baut, dass es gebaut wurde durch die Hände, im Grunde genommen ermöglicht wurde durch diese Hände. Ähnlich widersprüchlich ist eben deren Beziehung auch. Also, weil ich denke, dass, weil du ja gesagt hast, der Unfall, der am Anfang kommt, das hat schon eine wichtige Funktion auch insofern, als dass er eben verhindert, dass der Konflikt ausbricht und sie auseinandergehen. Sondern der Sohn hat auf einmal so eine Todesangst um seine Mutter und er liebt sie auf einmal auch so, dass er jetzt eben nicht mehr sagen kann, du, ich wollte eigentlich die zweite Woche alleine. Ja. Hm. Du hattest über das, die Form oder das Genre des Road Novel schon gesprochen, gesagt, dass du das sehr schätzt, dass du dich natürlich sicherlich beim Schreiben damit auseinandersetzen musstest, irgendwie mit der Frage, wie kann man das denn eigentlich heute noch machen, wenn man einfach Google Street View benutzt, um irgendwo hinzukommen und so. Und dein Erzähler, Protagonist, der ist dann auch immer an diesen Orten und checkt dann erstmal so die Google Ratings oder TripAdvisor Ratings von solchen Orten, Times Square oder wo auch immer er steht, aus reiner Neugier, um sozusagen dieses Kerouac-Modell irgendwie ins 21. Jahrhundert zu bringen. Hast du da sonst irgendwelche Überlegungen gehabt? Wie geht das eigentlich noch? Road Novel schreiben? Road Novel? Ja. Ich finde, also Kerouac ist natürlich quasi einer der zentralen Bezugstexte für mich gewesen, aber natürlich ist dieses Thema oder das Konzept oder das Genre Road Novel oder auch Road Movie in tausenden Abwandlungen schon da gewesen. Das heißt, es gibt immer wieder diese Bezüge dazu. Und für mich waren eben zwei Aspekte relevant und eigentlich immer noch die funktionieren immer noch, finde ich. Es ist eben einmal die Enge zu zweit im Auto, ne? Also in der Blechbüchse oder eben in den Motelzimmern und so. Die Enge, die praktisch immer diese Dramaturgie ermöglicht. Also man kann sich heute vielleicht nicht mehr verlieren oder nicht mehr so leicht verlieren, aber es ist trotzdem so, dass man einander ausgeliefert ist auf einer Reise. Und der zweite Aspekt ist schon eben die Frage, klar, er checkt, es ist heutzutage mit Google Maps ist irgendwie alles sehr schnell erfahrbar. Umso erschreckender ist dann der Moment, und den gibt es ja da drin, dass er irgendwie aus so einem Halbschlaf aufwacht und plötzlich, und die Mutter fährt auf einmal, also sie haben irgendwie getauscht, sie wollte fahren, er wollte das eigentlich am Anfang nicht, weil sie nicht eingetragen ist und so weiter. Und dann schafft sie es doch zu fahren und er döst dann irgendwann ein, weil er so wütend ist. Und dann wacht er auf und weiß nicht mehr, wo er ist. Und dann checkt er sein Phone und dann funktioniert das halt nicht. Dann ist sozusagen dieser Punkt, schwebt halt so im, also die Karte baut sich nicht auf, weil er kein Internet hat. Und sozusagen der Schocker, der heutige Schocker ist ja, wenn man sich so darauf verlassen hat und plötzlich funktioniert das nicht. Ja, also, aber ja klar, also es ist natürlich so, dass jedes Genre oder jede Erzählweise immer aktualisiert werden muss irgendwie, ja. Also man kann nicht dasselbe Buch nochmal schreiben, man kann nicht Kerouac hinterher schreiben oder so. Trotzdem sucht auch dein Erzähler Amerika. Findet er das? Naja, er findet die Bilder von Amerika, die man hat vielleicht. Also es ist schon nicht
unwichtig, dass das beides Osteuropäer sind, ne? Weil natürlich die Amerika-Bilder aus Osteuropa oder also diese Hoffnung und diese Sehnsucht gegenüber dieser Freiheit in Amerika und gegenüber dieser Sicherheit auch, ja, die man sozusagen über Jahrhunderte irgendwie Unterdrückung und Verfolgung in Europa quasi immer wieder aufgebaut hat und auch über die Popkultur dann im letzten Jahrhundert, bedeutet für Osteuropäer natürlich noch etwas anderes. Und das ist dann vor diesem Hintergrund, ist das natürlich schon ein Amerika, was sie da finden, was sie natürlich irgendwie auch schon mitgebracht haben zum Teil. Aber dennoch gibt es auch Begegnungen, die irgendwas praktisch wie so Überfälle sind. Im Sinne von, da passiert etwas, was sie noch nicht wussten oder so. Oder zumindest hoffe ich das, ja. Also, und die ich auch selber, da habe ich dann sehr stark eben auch meine eigenen Amerika-Erfahrungen oder so verarbeitet. Es bleiben natürlich die Erfahrungen von weißen Westeuropäern, die in Amerika unterwegs sind, als Touristen. Das muss man schon sagen. Also ob sie das echte Amerika finden, aber was ist schon das echte Amerika? Ich habe mich, es geht ja immer diese Diskussion um so, was ist das nächste Great American Novel und so. Aber gibt es überhaupt eine Great American Novel oder gibt es nicht ganz viele Great American Novels? Und so ähnlich ist es ja auch mit Amerika selbst. Also es ist ja irgendwie nicht greifbar. Ja. Du hast gesagt, es spielt auch eine Rolle, dass das Osteuropäer, Osteuropäerinnen sind, die da diese Reise machen und mit diesem Bild da unterwegs sind. Die Tatsache, dass das eine Geschichte ist, die ja überwiegend in einer anderen Sprache stattfindet, als die, in der sie geschrieben ist, welche Rolle hat das gespielt? Also man muss sich die Unterhaltungen der beiden eigentlich in einer anderen Sprache vorstellen als Deutsch, oder? Ja, könnte man theoretisch. Also ich habe sie nicht unbedingt in der konkreten Sprache mir vorgestellt. Aber doch, weil die Unterhaltungen zwischen den beiden, die sind natürlich im Grunde genommen privat. Und das ist interessant, dass es, wenn das in Deutschland stattfände und wenn sie sich auf Polnisch unterhielten, wären da, glaube ich, ganz andere Gefühle beim Erzähler damit verbunden. Nämlich schon so etwas auch wie Scham, wie Angst. Die ich auch selber kenne, so aus den 90ern in Deutschland als Pole, wenn man irgendwo Polnisch gesprochen hat, das war irgendwie so ein bisschen mit Scham behaftet und mit eben auch Angst. Das war einfach noch eine andere Zeit. Man war da sozusagen irgendwie ein schlechter Ausländer in Deutschland, in Westdeutschland. Und das ist so in mir verankert und ich glaube deswegen, diese Situation in Deutschland würde eine ganz andere emotionale Lage erzeugen. Dadurch, dass es aber im Ausland, in der Fremde ist, wo sowieso alle eine andere Sprache sprechen, es ist ja völlig egal, welche Sprache man dann miteinander spricht, weil die Leute das ja sowieso nicht wissen. Was ist das? Oder viele zumindest nicht wissen, was sprechen die jetzt. Oder selbst wenn sie es wissen, ist es so, naja, das sind halt Polen oder naja, das sind halt Deutsche. Es ist ja egal, wir sind ja Touristen sozusagen. Mhm. Insofern hatte das auch beim Schreiben etwas Befreiendes, dass das nicht so behaftet war mit so den schweren Gefühlen, die in mir so drin sind, irgendwie. Gegenüber den jeweiligen Sprachen. Ich würde vorschlagen, dass wir an dieser Stelle übergehen, ohne noch eine weitere Passage. Ich würde einfach dringend empfehlen, das Buch selber fertig zu lesen. Ja, ja. Genau, wenn ja, in der Zwischenzeit jemand noch etwas zu trinken haben möchte, dann bitte ist jetzt die Gelegenheit, während wir hier die. Ich kann jetzt auch verteilen, also wenn jemand sich die meldet. Die Übergabe zelebrieren. Ja, ich habe es tatsächlich nicht auf Polnisch gedacht, weil also natürlich mit meiner echten Mutter spreche ich schon Polnisch. Aber die literarische Sprache ist für mich auf jeden Fall Deutsch. Das heißt, für mich spielt das sowieso in einem fiktionalen Raum. Also es ist nicht. Ich habe mir zum Beispiel nicht Sorgen gemacht, dass man sich dann fragen würde, okay, welche Sprache sprechen die miteinander und so. Das spielt für mich irgendwie in dem Sinne keine Rolle, weil das ein Buch ist, geschrieben in der deutschen Sprache. Was ich aber schon häufig feststelle, ist, bei dem Buch vielleicht auch stellenweise, bei anderen Büchern noch mehr, vor allen Dingen beim Buch Die vielen Tode unseres Opas Jurek,
dass mir dann viele Leute gesagt haben, ja, das ist eigentlich wie aus einer anderen Denkweise. Das ist zwar auf Deutsch geschrieben, aber es ist irgendwie ein anderes Denken, ein anderer Humor. Und das war dann besonders interessant, als das Buch dann auf Polnisch übersetzt wurde und mein Vater dann gesagt hat, du, das ist viel besser als auf Deutsch. Wo er so meinte, das ist, also als wäre das Buch quasi in die Sprache zurückgekehrt, in der es eigentlich geschrieben wurde von mir. So, ja. Glaube ich, auch eine gute Brücke, denn wir bleiben zwischen den Sprachen auch in dem zweiten Roman des heutigen Abends. Wenn man ein paar Seiten weit in diesem Roman drin ist, dann gibt es da eine Stelle, da spricht ein Ich-Erzähler, der heißt Thomas Gabi, mit einem Literaturagenten. Und er sagt, er hat eine Idee für eine Geschichte, weiß aber nicht, ob es auf Hebräisch schreiben solle oder auf meinem Deutsch. Jede Stimme wird ja etwas anderes und Unterschiedliches ausdrücken können. Andere und unterschiedliche Fantasien entwickeln, von andere und unterschiedliche Lebenserfahrungen erzählen können. Das wären dann in der Tat total unterschiedlichen Geschichten. Und wie kann ich entscheiden? Der Agent gähnt. Ich langweile ihn mit meiner literarischen Labern, sagt der Ich-Erzähler. Der Agent hat keinen Rat. Und auch der Schriftsteller Thomas Gabi trifft keine Entscheidung nach entweder oder, sondern für sowohl als auch, glaube ich, kann man sagen. Also handelt der Roman eine runde Sache von zwei Reisen, eine in der deutschen Gegenwart, eine im 19. Jahrhundert. Die eine hat einen Ich-Erzähler, der Thomas Gabi heißt, ist auf Deutsch geschrieben. Der andere erzählt von einem indonesischen Maler, Raden Saleh, der von Java nach Europa reist und wieder zurück und nochmal zurück. Und dieser Teil wurde auf Hebräisch geschrieben und von Anne Birkenhauer ins Deutsche übersetzt. Und wie das gehen kann und wie das klingt, zeigst du uns mit Ausschnitten aus deinem Buch. Ja, gerne. Nur ein kurzes Wort darüber, das war tatsächlich... was der Erzähler dann Agent dann sagt, dass diese Sache mit den zwei Sprachen und den zwei Erzählungen, das ist tatsächlich, was ich herausfinden wollte in dem Buch, in dem Roman. Und so entstand diesen Konzept des Romans. Ich habe einen Kern von einer Idee genommen, einen Kern von einem Gefühl und habe entschieden, diese eine Kern dann zweimal zu entwickeln. Diese eine Kern einmal auf Deutsch zu entwickeln und dann einmal auf Hebräisch zu entwickeln und Anne Birkenhauer zu fragen, dass sie es in Deutsch übersetzt und dann entsteht ein Roman, das einen gemeinsamen Kern hat und sich dann verzweigt. Und ich werde gerne so kurz diese eine Kern lesen, weil das ist ein Zitat aus so einem Gedicht von einem Lyriker, hebräischsprachiger Lyriker, der schon gestorben ist, ist geboren in einem Ort, der jetzt in Polen ist. Sein Name ist Roty Shurun. Ich lese kurz diese kleine Zeilen und dann ein oder zwei Kapitel aus dem ersten Teil. Ich lese dieses Kern einmal auf Hebräisch und dann einmal in deutsche Übersetzung. Etzem ha'aziva in nekuda. Et ha'aziva ein leshiv. Acharei ha'aziva tamid ba'alama azovtin. Ve'en la dvarim sof. Und ins deutsche Übersetzung. Das Verlassen selbst ist ein Punkt. Das Verlassen kann man nicht widerrufen. Nach dem Verlassen kommt immer, warum hast du mich verlassen? Und die Sache hat kein Ende. Ich bin ein gieriger Mensch, eine Person mit starken Bedürfnissen. Und nach der Eröffnungsabend des Theaterfestivals wollte ich Folgendes. Bier, Brot, Zigarette. Ich war einer der Ersten, die aus der Theatersaal kamen und der Erste bei der Buffet. In meiner Hand hatte ich schon meine Feuerzeug und eine Zigarette. Von der Buffet habe ich zwei belegte Brote genommen. Dann ging ich zum Bar, kriegte ein großes Bier,
Und das war's. Ich war dann bereit, rauszugehen, wo ich in Ruhe trinken und essen und rauchen könnte. Ich hatte dann aber auch klarerweise meine Hände ganz voll und nach zwei Schritten von Bar Richtung Ausgang rutschte ein Stück Salzgurke von meinem Brot auf den Boden. Ich habe entschieden, diese kleine Unglück zu ignorieren und machte zwei oder drei Schritte weiter, als hinter mich hörte ich einen Schrei, einen Stoß, einen Knall. Erschrocken drehte ich mich um, zu sehen, was los war. Am Boden lag der Intendant auf meine Salzgurke aufgehoben. In einer Hand hat er sein verletztes rechtes Knie. Sein Gesicht war krumm von Schmerz. Mit seiner anderen Hand hat er sein Stirn und rechte Auge berührt. Leichte Berührungen mit seiner Fingerspitze, als ob er von seinem Fall blind geworden ist und versuchte jetzt sein Gesicht neu kennenzulernen. Das rechte Seite seiner Gesicht war rot. Morgen wird die Augen ganz blau, übermorgen eine komische Grün, dann eine hässliche Gelb. Ah, der arme Intendant. Neben mir war eine von den zahlreichen Städtischen, die ins Feuer gesetzt waren, mit weißer Tischdecke gedeckt und Vasen mit weißen und roten Blumen. In meiner Hand war meine letzte Zigarette, in meiner Schreck habe ich es gebrochen. Tabakkrummel war auf die Brote. Ich habe die Sachen von meinen Händen auf dem Stecktisch hastig gelegt und eilte mich zu ihm. Es tut mir so leid, murmelte ich, verlegen, besorgt. Es tut mir wirklich so leid. Helfen Sie mir auf, Idiot, hat der Intendant voller Wut und Schmerz in meine Ohren flüsternd geschrien. Helfen Sie mir auf. Ich habe mein Problem gleich erkannt, die Ernsthaftigkeit meiner Situation. Im normalen Leben, in dem prosaischen Alltag, kann alles passieren. Und ein Rutsch auf eine Scheibe Salzgurke ist keine große Sache. Ins Theater aber, in einem ernsten Haus, so wie der hier, darf so eine Szene nicht vorkommen. So eine billige Akt, denn es ist so abgespieltes Slapstick, so unmodern und so niedrig in seinem Niveau, hat auf einer Bühne wie diese keinen Platz. Und ich, in meiner Achtlosigkeit, habe so eine Szene gerade hier trotzdem geschaffen. Ein Mann huscht auf eine Scheibe Salzgurke aus Stoß nieder auf seinen Arsch. Und wer muss die Hauptrolle spielen? Ausgerechnet der Intendant. Das Schmerz kommt und geht, die blaue Auge auch. Das sind doch Kleinigkeiten, das ist ja nichts. Was hier geschah, war viel Ernstes. Das Leben hat die Kunst beleidigt. Die Kunst will Rache nehmen. Und der Schlachtfeld bin ich. Ich habe der Intendant zitternd und rot von Schmerz und von Schande auf seine Beine geholfen. Er war größer als ich und kein leichter Mann. Seine linke Arm war um mich, auf meinem Schulter. Sein verletztes rechtes Bein hatte er hoch in der Luft. Sein Gewicht lag auf meinem Körper. Er schaute rum, ins Foyer zu sehen, wer seinen Fall gesehen hat. Ich habe seine warme Atem auf meinem Gesicht gespürt, als er seinen Kopf links und rechts in Beobachtung drehte. Ich folgte seinem Blick, der Situation schätzen zu können. Bei der Buffet standen nur vier oder fünf Gäste mit dem Essen tätig. Das Foyer fühlte sich nur langsam ziemlich leer, war es noch. Die Gäste kamen ohne Eile aus der Saal in ihrem Gespräch nach der Theaterabend gefangen. Ich war zu seinem Fall der einzige Zeuge. Der Intendant lehnte auf meine Schulter, er hupfte auf seine unverletzte Bein. Bringen Sie mich weg von hier, hat er wieder in meinem Ohr kommandiert. Verdammt, worauf warten Sie? Ich schaute rum. Die Hauptausgang kam nicht in Frage. Viel zu offensichtlich war es. Bei der Garderobe habe ich eine Seitentour gesehen, einen Notausgang. Ich habe den Intendant nicht nur in der Seitentour getragen, er war schwer auf meinem Rücken.
erringte auf mich die kurze Strecke zwischen der Buffet und die Seitentür. Wir erreichten die Tür, ohne dass jemand uns hielt. Ich machte die schmale Notausgangstür auf. Unter uns hörte ich leiser und prominent der Fluss, der durch die Stadt lief. Dann gingen wir durch die schmale Ausgang raus und standen da draußen in die dicke, dunkle Tinte der Nacht. Rufen Sie mir jetzt ein Taxi, hat der Intendant dann gesagt, befohlen, immer noch auf mich lehnen. Ich habe meine Handy aus meiner Hosentasche gefischt und drückte mein Taxi ab. 3 Minuten, habe ich den Intendant gesagt. Er lachte mich los, drehte sich zu mir. Mein blaues Auge und Hinken, hat er gesagt, werde ich den Festivalgästen morgen irgendwie noch erklären müssen. Er atmete schwer. Bis 18 Uhr morgen, Herr Gardi, liegt in meinem Posteingang eine passende Erklärung von Ihnen dafür. Ist das klar? Ich habe entschieden, es naiv zu spielen. Aber schauen Sie bitte, habe ich leiser und höflich gesagt. Das ist ja doch gar kein großes Thema. Sie wissen ja, die Menschen hier sind so höflich. Keiner will ja Bemerkungen oder ihr Gesicht machen. Und wenn jemand doch nachfragen wird, sagen Sie doch einfach die Wahrheit. Menschen rutschen ja aus. Menschen fallen. Das passiert ja im Leben. Das kennt ja doch jeder. Er guckte mich an, Gefahr in seine Augen. Bis morgen, Herr Garde, 18 Uhr. Sonst sind Sie hier raus. Ist das klar? In einem fast perfekten Timing hielt ein Taxi vor uns. Ich habe das Auto genähert, machte das Hintertor auf und habe der Intendant rangeholfen. Die Taxi verschwand. Ich hatte dann keine Ahnung, was ich machen kann oder soll. Das hat mich alles total überfordert. Und dazu habe ich meine Bedürfnisse noch nicht befriedigt. Meine letzte Zigarette war gebrochen. Auf dem Tisch ins Feuer war mein Bier schon bestimmt flach und warm. Neben meinem Bier lagen meine kaputte Brote, Mayonnaise und Hering, Salz, Gurke und Krummel von Tabak. Essen wollte ich nicht mehr. Ich drehte mich um und ging die Notausgangstür ins Foyer wieder rein. Drinnen hat der Abend sich langsam gewärmt. Ein DJ hat Musik gespielt. Der Bar war voll mit Menschen. Ich entschied, runter zum Foyer Toilette zu gehen. Da soll ein Zigarettenautomat sein. Ich kaufe mir eine neue Schachtel, hol mir ein neues Bier und gehe wieder raus. Mit so einem einfachen Plan kann nicht viel schief gehen. Unten im Klo suchte ich den Zigarettenautomat. Da erwartete mich mein nächstes Unglück. Das Zigarettenautomat habe ich gefunden. Eine blöde Rolle Licht blinkte da, warnte die Kunden, signalisierte kein Rückgeld. In meiner Tasche war nur ein 20-Euro-Schein. Die Zigarette entfernte sich. Das war deprimierend. Weil ich schon in der Gegend war und nicht wusste, was ich jetzt soll, ging ich pinkeln. Die Toilette war glänzend. Bei Pissoirs, wie es oft ist, war der Kondomautomat und daneben der Automat für Portable Vaginas. Gibt es in Frauentoiletten Automaten für Dildos? Eine noch offene Frage für mich. In Männerklos ist ein Kondomautomat häufig zu finden. Die tragbare Vagina-Automaten selten, aber auch keine Überraschung. Die zwei Automaten stehen immer bei den Pissoirs in Augenhöhe den stehenden, pinkelnden Männern. Der Logik dieser Positionierung ist klar. Da wird ein Mann stehen. Der Mann wird seinen Schwanz in seiner Hand halten. Der Mann wird eine leise Minute zum Nachdenken haben. Der Mann wird bestimmt denken, was soll ich jetzt noch machen mit dem Ding hier in meiner Hand? Der Mann wird dann seinen Kopf heben. Der Mann wird vor seinen Augen zwei Antworten sehen, dargestellt, zwei Automaten.
die Kondome und die tragbare Vagina-Automaten sind sehr oft die altmodischsten Geräte, die es überhaupt gibt. Ein Schlitz für die Munzen und ein mechanischer Drehknopf. Ein Relikt aus anderen Zeiten, in die der Café oder Bar, Kino oder Theater noch Treffpunkte waren für eine mögliche Liebestreffen, heute gewechselt von zahlreichen Apps. Digitale Automaten vor Kondome oder Portable Vaginas, in die der Zahlung auch mit einer Geldkarte möglich ist oder mit einem Schein. Automaten also, die auch Rückgeld geben können, sind deswegen sehr selten zu finden. Nun, so selten zu finden sind sie genau so ein Automat, sei ich in der Foyer-Toilette bei Episoires, meiner Schwanz in meiner Hand, eine leise Minute zum Nachdenken, vor mir die zwei Automaten. Ich stand da und piste und habe es mir überlegt, so wie meiner Abend bisher aussah, wird es keine Nacht vor aufregende Treffen werden. Ich wählte Einsamkeit. Einen insularen Abend habe ich vor mich gesehen, mich selbst überlassen. Ein Box aus dünnem Karton fiel in den Automatfach und mein Rückgeld. Ich habe das Box in meine Hosentasche gesteckt, mein Rückgeld genommen und ging zum Zigarettenautomat. Ich kaufte endlich eine neue Packung Zigaretten und ging zum Foyer rauf. Auf die Treppe habe ich gehalten. Ich war neugierig. Wie kann sowas überhaupt aussehen? Ich habe das Box aus meiner Hosentasche genommen und habe es aufgemacht. Eine pinke Rohr aus Silikon, Intimfrisur, eine primitive Zeichnung von Klitoris und das war's. Ich habe es wieder in meine Hosentasche gesteckt und ging die Treppe weiter rauf. Bei der Bar habe ich ein Bier gekriegt und ging wieder raus, trinken und rauchen. Wie einfach der Wunsch. Wir gewunden die Wege. Danke schon mal hierfür. Man sieht, man hätte das nicht besser irgendwie planen können. Beide diese Reisen, um die es in diesen Büchern geht, beginnen mit einem Sturz. In beiden bleibt der Unfall nicht ohne Folgen. Was noch weiter geschieht, müsst ihr auch selber lesen. Ich wollte dich fragen, also es geht dann eine Reise los. War das so vorgesehen, also dass wirklich dieser Vorfall den Auftaktbild bildet zu einer Reise, die dann ganz abenteuerlich und auch fantastisch wird? Die fantastischen Elemente kamen dann ein bisschen später, auch darüber kann ich was sagen. Aber diese die Reise, ja, das war klar, dass dieser Unfall zu einer zu einer Bewegung bringen wird. Als ich das Begriff eine runde Sache das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, dass eine runde Sache bedeutet etwas, das kein Ende hat. So habe ich das verstanden. Ja? Weil es ja krass rund ist. Und wollte dann das Buch einen Titel geben, der irgendwie auch zweideutig ist, auch wenn es nur in meinem Kopf ist oder mit einer Fella drin. Aber auch zwei Teile, die kreisrund sind. Dann fängt der erste, dieser erste Teil des Romans, der erste Teil des Romans fängt an in einem Theater und dann beginnt eine Reise und macht eine 24 Stunden so Abenteuerreise und endet dann wieder gleich in einem Theater, in einer runden Struktur, in einer runden Form. Und der zweite Teil des Romans von der indonesischen Maler, der tatsächlich gelebt hat, eine historische Figur, Raden Saleh, deren Reise beginnt in Java in Anfang des 19. Jahrhunderts und macht eine 20 Jahre Reise und endet dann wieder dann zurück in Java. Und über die fantastische Element, ich weiß nicht, ob ihr das weißt oder ob ihr das kennt oder Erfahrung damit hat. Das ist so für, oder ob du es kennst, es ist so für migrantische Schriftsteller,
dass wir oft so aufgefordert sind oder berufen sind, biografische Geschichten zu erzählen. Ja? Die allgemeinen Themen sind für die Mehrheitsschriftsteller dann da, und wir erzählen so die autobiografische Sachen. Ja? Und das ist auch okay, es ist auch wichtig für Menschen, die migrieren, auch für Menschen, die nicht migrieren, autobiografische Sachen zu erzählen. Aber irgendwann mal reicht es auch. Ja? Und wenn es mal reicht, dann findet man heraus, dass es gar nicht so einfach ist, von dieser Ecke rauszukommen, weil die Branche oder die Markt erwartet diese Geschichten, und solange diese Geschichten gut geliefert sind, dann sind alle zufrieden. Aber wenn du was anderes erzählen willst, dann ist das, dann verlässt du deine die Nische oder den Buchregal, das für dich da ist. Und dann hast du kein Buchregal mehr. Das ist ganz schlecht. Von Schriftsteller. Damit musste ich und wollte ich auch irgendwie umgehen in dem ersten Teil des Romans. Und deswegen habe ich damit gespielt und habe dann den Figur meinen Namen gegeben, was eine Tradition von biografischer Erzählung dann verspricht. Aber dann in der Geschichte, dann habe die Geschichte so absurd geschrieben, dass es ganz klar ist für jeder, der es liest, dass das mir nicht passiert ist. Ja? Und dann ist es so ein Machtspiel mit Erwartungen und biografischer Erzählung und Migration. Es ist ja sehr aufgeladen mit mythologischen Elementen aus der deutschen Märchenwelt, die man auch Deutschsprachlernenden immer gerne nahebringt, auch als Deutschlehrender, das weiß ich ja selbst. Auf dieser Reise, auch das gibt irgendwie ein Road-Novel-Motiv, also das, was der Thomas Gardi des Romans sich in die Tasche gestellt hat. Ich gebe zu, ich musste das googeln. Ich habe das extra nicht hier an meinem Arbeitsplatz gemacht, weil ich dachte, wer liest da mit und was passiert dann? Das ist halt tatsächlich, das hat dann noch eine Funktion. Also diese Reise wird auch zu so einer Jagd. Er wird eigentlich gejagt irgendwie. Es gibt ein Missverständnis und dann stellt sich raus, er ist nicht eingeladen auf eine Yacht, sondern zu einer Jagd. Und gejagt wird er unter anderem von einem deutschen Schäferhund, der den Namen Rex natürlich hat, wie sich das gehört. Und das Einzige, der Geniestreich, mit dem sich die Ich-Erzähler-Figur zu helfen weiß, um diesen Rex im Zaum zu halten, ist das, was er in der Tasche hat, als Maulkorb zu verwenden. Und das heißt, dieser Hund weicht ihm dann zwar nicht mehr von den Fersen, aber seine Sprache ist ein bisschen gestört. Der Hund kann nämlich sprechen. Es gibt ein Road Novel von John Steinbeck, das heißt Travels with Charlie. Da reist Steinbeck mit einem Hund. Hier ist der Hund der Begleiter, und dessen Sprache klingt dann so ein bisschen wie der Hund bei Loriot. Wenn das jemand kennt, das ist sehr ü-lastig. So sprechen Hunde offenbar, besonders wenn sie eine portable Vagina über der Schnauze haben. Genau, aber also diese Jagd, es wird dann irgendwann, es klingt alles sehr komisch und es ist auch brutal lustig, muss man sagen, aber es wird dann irgendwann auch ernst, oder? Also diese Jagd bekommt etwas Ernstes. Ja, wie ich das verstehe, ist das brutal ernst und erst von Anfang an. Dieser Witz funktioniert nur, weil man spürt, dass unter dieser Thematik, worüber man nicht lachen darf, darüber lacht, aber trotzdem hat es eine dann wird in das, unter diese Slapstick-Symbolik auch was ziemlich Abgründiges erzählt. Man wird gejagt. Ja. Mhm. Über die Form des Ganzen, also zur Form gehört ja auch die Sprache, sogenannte Fehler, ich sage das zu Beginn eines jeden Deutschkurses, den ich hier
gebe. Einige von euch haben das jetzt wahrscheinlich schon öfters gehört. Es gibt für mich eigentlich keine größere Freude bei dieser Arbeit des Sprachunterrichts als das kreative Potenzial, das erst durch die Befreiung von der muttersprachlichen Kompetenz überhaupt hervorgebracht wird. Und da wollte ich dich fragen, wie ist da deine Methode? Machst du da nachträglich was kaputt oder schreibst du das so hin? Nee, ich schreibe das so hin. Ich glaube, man hört auch an meinem Sprechen, dass ich so grammatische Fehler mache und so. Was ganz wichtig ist natürlich, wenn man anfängt zu schreiben, ist die Word Autocorrect Funktion dann deaktivieren. Ja, deaktivieren. Sonst funktioniert nicht. Mhm. Und dann fange ich zu schreiben, so wie ich die Sprache dann verstehe und wahrnehme. Aber nur nicht nur, wie ich sie verstehe und wahrnehme, sondern auch, wie es für mich klingt. Und weil ich die grammatische Regeln nicht gut kenne, dann habe ich eine Freiheit, die Wörter so zu setzen, damit sie einen also nicht deutscher Beat haben. Mhm. Und dann hat so ein Tanz, das deutsche Syntax nicht gibt, aber die Syntax, das ich in Deutsch gegeben habe, gibt, und dann ist es so, ja, jazzy oder so. In deinem ersten Buch mit dem Titel Broken German, da gibt es so einen Dialog, auch da gibt es einen Thomas Gardio, und seine Freundin sagt sinngemäß zu ihm: Thomas, dein Deutsch wird immer besser, du musst aufpassen, dass du nicht dein Markenzeichen verlierst. Ist das eine reale Gefahr? Ja, ja. Ja. Aber ich glaube diese so die, mein Wahl so zu schreiben war eine Wahl, eine politische Wahl, eine ästhetische Wahl, mich in diese deutsche Sprache so zu positionieren, dass ich irgendwie von die Rente oder von die Peripherie des Sprache und des Sprachraums dann erzähle. Und ich glaube, so eine politische und ästhetische Entscheidung geht nicht kaputt dadurch, dass man irgendwie die Grammatik besser herrscht. Das ist eine Entscheidung. Und wenn die Grammatik besser wird und Rechtschreibung besser wird, dann hat man auch andere Stilelemente, um diese Entscheidung dann ins Text dann rüberzubringen und zu übersetzen. Aber was dann tatsächlich eine Gefahr ist und womit ich immer irgendwie umgehen soll, wenn ich das dann weiter auf Deutsch schreibe, ist die Tatsache, dass es zwingt mich, von irgendwie über Migration und so trotzdem zu schreiben. Und inwiefern ich dann Lust habe, mein ganzes Leben so zu verbringen, weiß ich nicht. Ja, das ist auch, also wird auch in dem ersten Buch schon irgendwie reflektiert. Da steht der Satz: Bin ich wegen meiner Sprache für immer verurteilt, Sprache als Schwerpunkt für mein Prosa zu haben. Das heißt, man will als Autor nicht so eine Marke umgehängt bekommen, auf ein Thema festgelegt sein. Im Veranstaltungsbetrieb ist es aber oft der Fall, das hier ist der beste Beweis dafür. Aber wir bleiben nicht dabei stehen, es gibt ja noch den zweiten Teil. Deswegen ja. Würde ich vorschlagen, dass du da uns jetzt was vorliest. Ja, ich lese kurz aus dem zweiten Teil, das ich auf Hebräisch geschrieben habe und ist von die großartige Übersetzungskünstlerin Anna Birkenhauer übersetzt. Raden Saleh Sharif Bustaman erreichte die Niederlande auf einem Segelschiff. Auf dem unteren Deck des Handelsschiffes lagerten Holzkisten voller Gewürze. Auf dem Mitteldeck befanden sich die Kabinen.
Es war wie über einem Markt zu wohnen, diese Mischung von Gerüchen. Erst gegen Ende seiner Seereise gewöhnte er sich daran und dann kam die Kälte. Laden Salah setzte sich auf seine Koje, schlug den Mantel aus Rothundfell um sich, zog die Tasche hervor und ging dann aufs Oberdeck, um das näherkommende Antwerpen zu betrachten. Antwerpen. Es fällt mir schwer, mich an den Gedanken zu gewöhnen, dass Antwerpen damals zu den Niederlanden gehörte. Im Geografieunterricht haben wir etwas anderes gelernt. 138 Tage zuvor hatten die niederländischen Matrosen die Anker gelichtet und die Segel aufgezogen. Die Energie des Windes war in Bewegung übersetzt worden. Raden Salle hatte auf dem Oberdeck gestanden und beobachtet, wie sich die Insel, auf der er geboren war, entfernte. Dann hatte er sich umgedreht und da war der Rücken gekehrt, das Gesicht zum offenen Meer. Dort wehte Holland. Er schaute aufs Meer und versuchte sich vorzustellen, wie das Schiff, auf dessen Deck er stand, aussähe, wenn man es von der Seite betrachtete, aus dem Winkel, aus dem die niederländischen Meister ihre großartigen Gemälde von Segelschiffen und Meeren geschaffen hatten. Erst 18 war er da und doch schon ein erfahrener Maler. Ein Ölbilder von Meereslandschaften, jenes geheimnisvolle alchemistische Aufeinandertreffen von Öl und Wasser, wagte er sich zu dieser Zeit noch nicht. Aber damals dort, auf dem Deck der Raymond, wünschte er sich, ohne es zu wissen, etwas, was die Mutter aller Niederlagen war, die Mutter vieler gewaltiger Tragödien, die mit Wehklagen enden. Er wollte sich selbst aus einer Perspektive betrachten, die er nicht besaß. Wollte sein Schiff zeichnen, wie es sich von der Insel, auf der er geboren war, entfernte und sich selbst, wie er auf eben dieser Schiff stand. Ein letzter Blick auf Java, dann verließ er das Oberdeck und ging hinunter in deine Kabine. Der Geruch ließ ihn schwindeln. Er war ein empfindlicher junger Mann und aus dem alles schluckenden Bauch des niederländischen Handelsschiffes stiegen die Gerüche von Zimt, schwarzen Pfeffer und Nelken, Vanille und Muskatnuss herauf, mischten sich in dem tropisch heißen und feuchten Klima mit dem Ausdünstungen von Seetang und dem Schweiß nordeuropäischer Matrosen. Betrat die Kabine, die in den nächsten Monaten sein schwimmendes Zuhause sein sollte. Außer seiner gab es in der Kammer noch 3 unbelegte Koje. In der Kabine neben ihm würde seine Begleiter Jean-Baptiste Lange wohnen. Niemand, das war völlig selbstverständlich, wäre auch nur auf den Gedanken gekommen, ihn den Sekretär der Finanzabteilung der Kolonialmacht in derselben Kabine mit einem schmalen, dunkelhäutigen Jungen, Eingeborenen von der Insel Java, unterzubringen. Neben 60 niederländischen Besatzungsmitgliedern, Raden Salah und Minheer de Lange, waren noch 4 weitere Angestellte der Kolonialmacht von unterschiedlichem Rang an Bord. Salah war der einzige javanische Indigene. Er holte aus der Tasche neben seinem Bett seinen Stift und eine neue Kladde. Die hatte sein Onkel Sura Adimangala ihm geschenkt, ein altes weißes Souvenir vor seiner langen Reise, in das er seine Erinnerungen mit Kohle zeichnen sollte. Blatt für Blatt. Vielen Dank auch dafür. Ich stelle es einfach fest, dass zwischen diesen beiden Teilen es auch sehr starke motivische Verbindungen gibt. Ich könnte dazu weiterfragen, aber ich glaube, es ist Zeit. Wir haben die Veranstaltung für 20 Uhr bis 21.30 Uhr angekündigt, haben ein bisschen später begonnen. Ich würde es jetzt ganz einfach gerne öffnen, falls ihr Fragen habt an unsere beiden Autoren dieses Abends. Jensen und Tuesday, ich weiß nicht, wer schneller war. Ich finde, meine Deutsch ist nicht
So gut. Aber er kann versuchen. Bitte. Er findet es schwer, das deutsche Chromatik auch. Sie haben Kerouac gesagt und sie haben Jazzy gesagt. Er fragt mich, ob ein amerikanisch Road Novel Style und ein deutscher Novel Style beides so strikt sind. Oder was entscheiden muss man machen, wann bekommen beides zusammen? Oder schreiben ein mehr amerikanisch Stil in Deutsch? Also du meinst sozusagen, ob man quasi die Road Novel als amerikanisches Genre, wie man das ins Deutsche übersetzen, also auch von der Sprache her? Ja. Weil Kerouacs Sprache ist ja tatsächlich, die ist auf jeden Fall anders als die Sprache in meinem Roman. Die ist sozusagen so getrieben und häufig einfach, aber schon auch so, sie hat so einen Fluss. Und Kerouacs finde ich, also Kerouacs, also viele seiner Romane sind auch Road Novels, also nicht nur On the Road, sondern auch zum Beispiel Dharma Bums oder so. Und die zeichnet aus, finde ich, dass die Sprache immer weiter geht, aber auch inhaltlich, es geht immer weiter, er reist immer weiter, es hört nie auf. Und in meinem Roman ist es eher so, es gibt schon diese Ruhephasen und die Begegnungen mit anderen Figuren haben viel mehr Raum. Und ich glaube, das verändert schon auch die Sprache in gewisser Weise und es verändert auch die Sprache, dass dieser Erzähler ein anderer Erzähler ist als dieser Erzähler, der bei Kerouac immer vorkommt. Weil Kerouacs Erzähler sind immer eben auch so Getriebene, immer weiter. Die wollen immer den nächsten Kick und immer die nächste Ortschaft und die nächsten Menschen und so. Und dieser Erzähler, den ich benutze, der ist schon sehr verkopft, würde ich sagen. Und dadurch, das hat natürlich auch eine Auswirkung auf seine Sprache. Mhm.